Hallo, meine neue Mauer ist fertig. Ja, Mauern ist ja an sich bekannt. Man sollte versuchen, Kreuzfugen zu vermeiden. Die Steine, ja, sollten nach hinten geneigt sein. Habe ich mal wieder nicht hingekriegt. Ja, so wie immer, aber die ist ja auch nicht arg hoch. Steine habe ich im Nachbarort gekriegt. Was ich jetzt bei dieser Trockenmauer anders gemacht habe, ich habe nicht alle Fugen freigelassen. Das heißt, ich habe einzelne Fugen oder auch größere Bereiche, die schon in Steingröße sind, habe ich mit einem Sand-Lehm-Gemisch zugemacht, in der Hoffnung, dass ich dann Steilwandnestern hier noch einen neuen Lebensraum bei mir anbieten kann. Die können dann ihre Gräben da Löcher reingraben, wenn sie wollen. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Wie immer, wenn man hortelt, hat man entweder zu viel oder zu wenig. Ja, jetzt habe ich wieder zu viel Steine, bis mir das nächste einfällt. Dann habe ich wieder zu wenig. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen näher an die Mauer ran. Dann seht ihr das auch, wie da so ein bisschen Sand-Lehm-Gemisch drin ist. Genau. Hier unten bei diesen großen Ritzen. Da liegen hinten dran auch nochmal Steine übereinander geschichtet, sodass sich da hinter den Steinen Hohlräume gebildet haben. Und da ist auch nochmal ein Dachziegel drin, der dafür sorgt, dass das drunter auch möglichst trocken bleibt. So, Ameisen sind auch schon auf der Suche oder am Erkunden. Ja, den Stein, den gibt es hier jetzt in meinem Garten nur, weil ein Arbeitskollege so lieb war, mir zu helfen. Keine Chance, den allein hochzuheben. So, mal den Blick von der Seite wahren. Ja. Hier oben ist dann die Wanne mit meinem Torfersatz. Alles noch richtig schön feucht hier oben. Also das scheint wirklich zu funktionieren, auch mit diesen Wasserspeichern jetzt. Und hier hinten war ja eh jetzt ein großes Loch, das ich vollfüllen musste. Da habe ich mir gedacht, dann fülle ich es mal nicht mit Erde, sondern mit Sand. Dann habe ich noch ein zweites Sandarium mit 0 bis mit Feinanteil. Und nachdem im anderen Sandarium die Bienen dort rein sind, wo Steine lagen, habe ich jetzt hier eben auch noch mal Steine rein. Das Ganze auch so ein bisschen noch mit Höhenunterschieden und so, dass das noch ein bisschen interessanter wird. Ja. Die Wurzel erscheint jetzt auch nicht mehr so dominant, nachdem es jetzt hier eben durch den Sand ein bisschen verdeckt wird und gleichzeitig nur dafür gesorgt, dass ein Teil der Wurzel eben unterirdisch ist. Das ist jetzt auch kein Fehler. Ja. Hier werde ich dann eben im Herbst einsäen oder auch erst im Frühjahr. Mal gucken, wie sich das hier mit dem Wetter so entwickelt, ob man da einsäen kann im September oder nicht. Weil noch sind da ja diese großen Löcher drin, die durch die Grassoden entstanden sind. Und so will ich da natürlich nicht einsäen. Ja, ich glaube, das wird ganz cool. Jetzt fehlen mir noch die Moorpflanzen. Kokos habe ich ja noch jede Menge. Das hält schon echt gut die Feuchtigkeit. Und jetzt in Verbindung mit Perlit. Pinienrinde. Ich habe auch noch mal ein bisschen Sphagnum, also totes Sphagnum draufgelegt, um zu gucken, ob das schön feucht bleibt.
das auch schön hochzieht. Ich kenne die ganzen Materialien ja noch nicht. Ich hatte nie irgendwas zu Hause, was eine Moorumgebung simulieren sollte. Das ist mein erstes Mal. Das ist schon spannend. Okay. Dann habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.